Wenn du Rache willst, geh zu der Plattform, die auf deinem Radar angezeigt ist, und ruf mich an. Hallo miteinander. Die letzte Episode haben wir mit einem Rennen beendet. Und ja, der will Rache. Aber ich habe jetzt momentan anderes vor. Ich möchte ein bisschen weiter in... in der Hauptstory weitermachen. Und dazu gehen wir in die Wache. Irgendwie glaube ich in den unteren Stock, bin mir aber nicht sicher, in das untere Stockwerk. Mal schauen. Oder ist es oben? Ach nee, da. Hallo Traitorius, wie geht's? Ich habe dir bereits alles gesagt, was ich weiß. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich sollte mich nicht mit dir sehen lassen. Ich warte auf einen meiner Beamtenkollegen. Ach ja, wir müssen ja als Beamte zu ihm gehen. Und... Beamter... Hallo Traitorius, ich bin Beamter und möchte gerne euren Clan beitreten. Ich finde, ihr seid die Besten. Mal langsam, Freundchen. Zuerst musst du beweisen, dass du würdig bist, ein Flower Power zu sein. Ich würde alles dafür tun. Sag mir, was ich tun soll. Zuerst engagierst du die Schlägerbullen und verpasst dem Beamten Pico seine Abreibung. Er sitzt gerade im Knast. Prügle auf ihn ein, bis er dir verrät, wo er die Pläne für unsere Raumschiffe versteckt hat. Dann musst du die Pläne finden und für uns fotografieren. Wer ist Pikas? Pikus ist Mitglied bei den Blue Forms, einem anderen Beamtenclan, den wir nicht ausstehen können. Sie haben die Pläne für unsere Raumschiffe gestohlen und die einzige Kopie, die wir noch hatten, versteckt. Clankrieg? Okay. Jo. Ja, dann gehen wir das Zeug mal holen oder was, oder? Wie war das? Ja. Ah, gehen wir die Schlägerbullen engagieren. Hab's gerade mit einer späteren Quest verwechselt. Hallo, ich habe gehört, ihr seid ein paar richtige Schläger. Ich will, dass ihr dem Beamten Pickers eine Abreibung verpasst. Heute nehmen wir nur Aufträge von einem Typen namens Detritus an. Er hat bei unserem Tag der kostenlosen Abreibung gewonnen, also mach, dass du verschwindest. Oh, Detritus bekommt eine Abreibung. Also... Er darf eine gratis verpassen lassen. Ja. Irgendwie ist mir die Maus zu schnell und... Nee, Moment. Ja, jetzt ist besser. Hallo, ich habe gehört, ihr seid ein paar richtige Schläger. Ich will, dass ihr dem Beamten Pickers eine Abreibung verpasst. Genau der gleiche Okay, Satz. Bring uns zu Pickers und wir polieren ihm die Fresse. Das war schon? Ihr wollt nichts dafür haben? Nein, heute ist der Tag der kostenlosen Abreibung und du bist der glückliche Gewinner. Habt ihr das gesehen?
Das muss ich dann im Video nochmals anschauen. Hallo, ich habe gehört, ihr seid ein paar richtige Schläger. Ich will, dass ihr dem Beamten Pickers eine Abreibung verpasst. Okay, bring uns zu Pickers und wir polieren ihm die Fresse. Das war schon? Ihr wollt nichts dafür haben? Nein, heute ist der Tag der kostenlosen Abreibung und du bist der glückliche Gewinner. Ja, kommt alle mit, wo auch immer hin. Also. Hey, so schnell kommen wir dir nicht nach! Och. Kommt ihr? Du, da kannst du uns auch gerade anschließen. Ja, dann halt nicht. Hm? Ist das der falsche Weg? Nee, ist richtig. Ach, wohin? Ich dachte, das sei da unten irgendwo. Naja. Machen wir ein bisschen Umwege. Hey, so schnell kommen wir dir nicht nach! Hey, wo geht ihr hin? Hey, so schnell kommen wir dir nicht nach! Ist zwar nur noch einer, aber naja. Jetzt siehst du gleich, wie wir arbeiten. Erst umzingeln wir unser Opfer, damit es uns nicht entwischen kann. Und dann polieren wir ihm die Fresse, bis wir keine Lust mehr haben. Und das sind Polizisten. Das hört sich sehr einfach an, aber man braucht Übung dafür. Cool, ich bin beeindruckt. So, das wär's. Der Job ist erledigt. Komm einfach zu uns, wenn du das nächste Mal jemanden eine Abreibung verpassen willst. Na klar, war mir ein Vergnügen. Los, wir verschwinden, Jungs! Au. Also, wenn du nicht willst, dass ich meine Freunde zurückhole, sag mir, wo die Pläne für euer Schiff sind. Sie sind im Trainingslager der Polizei versteckt. Aber nur eine wirklich kleine Person kann an sie rankommen. Und jetzt verschwinde, ich will allein sein. Cool, Pläne suchen. Das Suchen ist etwas mehr einfach hingehen. Also man muss da nicht wirklich suchen. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Oh, ach jetzt. Das soll ein Trainingslager sein. Komisches Trainingslager. Hüpf und hüpf. Ausgezeichnet! Du hast die erste Aufgabe erfüllt. Jetzt komm zurück. Wenn der immer weiß, wie weit ich bin, warum merkt denn der nicht, dass ich mich in andere Roboter verwandle? Naja.
Wohin muss ich? Sicher nicht hierhin. Zurück, das müsste... Das müsste irgendwo hier lang sein. Oder auch nicht. Doch, das ist doch hier lang. Die sollen mich nicht verarschen. Das ist doch hier lang. Der war doch hier. Sag dich doch. Hier bin ich wieder. Sehr gut. Jetzt ist Mikus dran, der Schatzmeister der Blue Force. Worum geht's dieses Mal? Ich habe herausgefunden, dass sie ihr Geld in einem gepanzerten Raumschiff aufbewahren, das von Mikus selbst geflogen wird. Der Transporter ist ordentlich hochfrisiert und erreicht Höchstgeschwindigkeiten und Mikus ist gut im Verstecken. Du musst den Transporter finden und zerstören und dir die Ladung unter den Nagel reißen. Sollte ich noch irgendwas wissen? Der Transporter, den Mikus fliegt, hat einen Störapparat für Radarsignale an Bord. Wenn der Abstand zwischen euch zu groß wird, verlierst du sein Signal und musst ihn wieder suchen. Okay, ja, dann gehen wir mal ein bisschen Transporter zerstören. Gehen wir ins Handelsviertel. Und nehmen unser Kampfraumschiff. Um einen Transporter zu identifizieren, musst du dich so lange neben ihm halten, bis die Identifikationsanzeige voll ist. Okay. Wir haben ihn! Mach das Schwein platt und schnapp dir das Geld! Boah, das hatte ich noch nie so schnell geschafft. Ich musste immer alle Transporter analysieren und dann war es immer erst der letzte. Hatte ich früher immer so Ewigkeiten. Einheiten 2 und 3 zerstört den Übeltäter. Ausgezeichnet. Jetzt kommt zum Lokal des Irrenspiels. Ich warte auf dich. Ich habe dich auf meinem Radar. Schön für dich.
An alle Einheiten, Verfolgung einstellen! So. Zu ihren Spieler. Ich habe dich auf meinem Radar!